Es geht jetzt darum, bei Schwingungen Funktionsgleichungen abzulesen. Schauen wir uns erstmal hier die Schwingung A an. Welche Amplitude hat die Schwingung A? Ja? 2. Gut. Also das heißt, wir haben hier, wenn man das hier anschaut, die Amplitude 2. Welche Periode hat die erste Schwingung? Welche Periode hat die? Bisschen mehr als 3. Ja, beinahe. Das ist so, das ein bisschen mehr als 3 ist die halbe Periode. Also das ist, die Periode ist 6 und ein bisschen. Und die Frage ist, was bedeutet und ein bisschen? Das kann man tatsächlich, dieses und ein bisschen, das kann man tatsächlich umbauen. Und zwar, wie groß ist die Zahl Pi etwa? 3,1. Also ist etwa 3. Ein bisschen größer als 3 ist die. So, die Zahl Pi Drittel, wie groß ist die etwa? 1. Und zwar ein bisschen größer als 1. Das heißt, wenn wir etwas haben und ein bisschen, dann multiplizieren wir das und ein bisschen mit Pi Drittel. Also 6 und ein bisschen ist das gleiche wie 6 mal Pi Drittel. Und was ist 6 mal Pi Drittel? 2 Pi. Genau, also haben wir Periode 2 Pi. Und wenn wir Periode 2 Pi haben, wie groß ist dann die Frequenz des B? Wie rechnen wir das B aus? Als 2 Pi durch die Periode. Das ist also 2 Pi durch 2 Pi. Also ist B gleich 1. Also ist die Gleichung der ersten Funktion y ist gleich a mal Sinus bx. Also 2 mal Sinus 1 mal x. Also 2 mal Sinus x. Ja, wir wollen jetzt die Funktionsgleichung der C herausfinden. Machen wir zunächst mal die Amplitude. Wie groß ist die Amplitude der C etwa? Wie groß ist da die Amplitude, also der Ausschlag, der liegt bei? 2. Jo, also das heißt, schreiben wir hin hier A gleich 2. Jetzt die Periode ist ein bisschen schwierig. Bei der Periode ist es nämlich so, wenn wir jetzt eine Periode lang gehen, sehen wir noch nichts, aber bei der zweiten Periode sehen wir, da haben wir 3 und ein bisschen. Und bei der vierten Periode haben wir 6 und ein bisschen. Also vermutlich sind 2 Perioden Pi oder eine Periode ist dann Pi halbe. So, das heißt, das ist die Periodenlänge. Wie groß ist denn die Frequenz, wenn die Periodenlänge Pi halbe ist? Wie groß ist da die Frequenz B? Rechnung war ja 2 Pi durch P. Wie groß ist die Frequenz? 2 Pi durch Pi halbe. Also 4. Also heißt die Funktionsgleichung y ist gleich 2 mal Sinus von 4x in diesem Falle. Jetzt. Wie kann man in dem Schaubild einer Sinusfunktion den Wert b ablesen? Ja, es geht also um die Frequenz. Und die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen, bis wir 2 Pi erreichen. Also normalerweise ist ja eine Schwingung, bis wir 2 Pi erreichen. 2 Pi liegt also etwa hier bei diesem Schaubild. Und jetzt müssen wir hier 2 Pi suchen. Das ist also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Pi ist etwa hier und dann zählen wir 1, 2, 3, 4. Das sind 4 Schwingungen bis zur 2 Pi und damit ist die Frequenz B gleich 4. So, wir gehen jetzt zur Aufgabe G und lesen bei der Aufgabe G sowohl Frequenz, Amplitude, nein, Periode und Amplitude ab. Was ist die Amplitude bei der Aufgabe G? Das ist richtig. Was ist die Periode bei der G? 2 und ein bisschen. Nein, das stimmt nicht ganz. Das ist 3 und ein bisschen, wenn man schaut. Ja. 3 und ein bisschen, also ist die Periode. Ja, das ist 1, 2, 3. Hier ist die 3 und 3 und ein bisschen. Und 3 und ein bisschen heißt 3
mal? 3 mal Pi Drittel. Also ist die Periode gleich Pi. So, und damit können wir die Frequenz angeben. B gleich 2 Pi durch Pi gleich 2. Das heißt, das Ding hat Frequenz 2. Und jetzt können wir die Funktionsgleichung, schreiben wir mal hin, wohl wissen, dass die falsch ist. Die Funktionsgleichung ist also y ist gleich 1 mal Sinus 2x. So, warum ist die jetzt nicht 1 mal Sinus 2x? Womit beginnt denn die Kurve? Also beginnt ist der falsche Ausdruck. Womit, also im Nullpunkt, wenn wir den Nullpunkt, was für ein Punkt ist denn das? Das ist ein Punkt, bei dem es abwärts geht. Ja? Das heißt, negativ. So ist es. Das heißt, wir haben eine negative Amplitude oder minus 1 mal Sinus 2x. Also wenn das Ganze mit einem Abwärtspunkt beginnt, so wie hier, dann werten wir das als negative Amplitude und dann kommt eben das Minuszeichen dazu. Ja, wir machen jetzt die Aufgabe K zusammen. Da lesen wir zuerst mal die Amplitude ab. Wie groß ist die Amplitude bei der K? Ungefähr 1/2. Jo, also nehmen wir A gleich 1/2. Ja, langsam, das ist die Amplitude. Die Amplitude ist die Höhe, wie es ausschlägt. Jetzt schauen wir uns die Periode an und wir schauen, die Periode geht von hier bis da. Wenn wir das zählen, ist die Amplitude also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 und ein bisschen. Also das heißt, die Periode ist 12 und ein bisschen. Also was heißt und ein bisschen nochmal? 12 mal Pi Drittel, also 4 Pi. Also ist das die Periode. Und jetzt brauchen wir die Frequenz. Wenn die Periode 4 Pi ist, dann ist die Frequenz? Dann ist die Frequenz 2 Pi durch 4 Pi, also 1/2. Völlig richtig. So, jetzt kommt hier erschwerend hinzu, dass wir eine Phasenverschiebung haben. Das heißt, das Ganze ist verschoben. Und wenn so eine Kurve so ein Pünktchen hat, dann heißt es, dass ich meine Musterlösung anhand dieses Pünktchens aufbaue. Also das heißt, das wird im Abitur vermutlich nicht so sein, dass man da ein Pünktchen hat. Das heißt, da hat man dann auch eine Bandbreite, was die Lösung angeht. Aber dieses Pünktchen heißt, die Funktion geht durch den Punkt 3-0. Die Phasenverschiebung C ist also, wenn die durch den Punkt 3 geht, da ist das C gleich 3. Das ist die Idee. So, jetzt schreiben wir uns die Funktionsgleichung hin. Y ist gleich 1/2 mal Sinus, die Frequenz war auch 1/2, 1/2 mal und jetzt die Phasenverschiebung x minus c, also x minus 3. So, jetzt ist da noch ein kleiner Fehler drin, nämlich das Ganze beginnt an dieser Stelle hier, an dieser Stelle beginnt es mit einem Abwärtspunkt. Was heißt das, wenn es ein Abwärtspunkt ist? Dann ist es minus 1/2. So ist es, also haben wir das hier als Funktionsgleichung. Ja, wir machen jetzt gemeinsam die U und bei der U stellen wir fest, dass wir ja eine Schwingung haben und da gibt es auch einen Mittelwert, das heißt, das ist jetzt von der X-Achse weg verschoben. Mit welcher Idee bestimmen wir den Mittelwert? Wir verbinden alle Hochpunkte miteinander. Alle Hochpunkte und das ist jetzt ein bisschen durchgegangen. Und hier alle Tiefpunkte. Und die Mittelparallele zwischen Hoch- und Tiefpunkten, das ist dann die relevante Achse. Das ist quasi so etwas Ähnliches wie die X-Achse dann. Die Mittelparallele zwischen den beiden, das ist das hier. Das ist quasi so etwas wie die X-Achse. So, und anhand der X-Achse sehen wir zunächst mal, dass wir eine Amplitude haben. Wie groß ist die Amplitude bei der U etwa? Die Amplitude etwa bei der U? 0,5 oder ja doch 0,5. Jawohl, A gleich 1/2, die Amplitude. So, jetzt gehen wir weiter zur Periode. Schauen wir mal, wie groß die Periode ist. Das sehen wir anhand des Strichleins relativ gut, dass die Periode hier exakt P gleich 3 ist. Ja, das sieht man durch diesen Mittelstrich relativ exakt. Jetzt brauchen wir die Phasenverschiebung, das C. Dann nehmen wir den Punkt, an dem es aufhängt, das ist dieser hier.
der hat Phasenverschiebung von minus 2. Und dann müssen wir noch den Mittelwert nehmen. Der Mittelwert ist der Schnittpunkt von unserer gedachten x-Achse mit der y-Achse. Der d liegt also bei minus 2. So, wenn die Periode 3 ist, wie groß ist dann die Frequenz? Die ist dann 2π/3. Sehr gut. Und das heißt, jetzt können wir die Funktionsgleichung angeben. Die Funktionsgleichung ist dann Amplitude 1/2 mal Sinusfrequenz, das ist 2π/3, mal x minus der Phasenverschiebung, also plus 2, und dann minus der Mittelwert, minus 2. Die anderen Aufgaben können jetzt gerne als Hausaufgabe gemacht werden.